willkommen wieder in meinem Gastelkeller Münsterland. Heute muss mal wieder was repariert werden. Meine Maschinen werden langsam doch alt. Und das ist wieder ein Video, wo es um Elektrotechnik geht. Ich wollte es erst gar nicht machen. Aber ich denke, das kann man auch als Laie machen und man kann auch den Fehler lokalisieren. Es geht heute speziell um einen Schleifbock, aber das gleiche gilt auch für viele andere Maschinen. Nach dem Intro zeige ich euch genau, wo es drum geht. An der Kreissäge, da haben die meisten Sägen haben diese Motoren. Oder hier die Wasserpumpe. Da ist der allerdings im Schaltkasten da verbaut. Die Bandsäge hat auch einen Kondensator. Oder auch bei meinem Schleifbock. Das ist nämlich jetzt der aktuelle Anlass. Und woran erkennt man den Fehler? Wenn man die Maschine anmacht, dann brummt die nur noch. Aber man kann sie anwerfen. Dann läuft sie einwandfrei. Eigentlich ohne irgendwelche Komplikationen. Ja, und der Fehler liegt daran, dass diese Motoren einen Anlaufkondensator haben, der eine Hilfswicklung betreibt, die also dieses Drehfeld künstlich erzeugt. Und der müsste ausgetauscht werden. Das Ganze gilt nicht für Maschinen, die die Kohlen haben, die Kollektor und Kohlen haben, und dann, die haben zwar auch einen Kondensator, aber der dient lediglich dafür, um zur Funkentstörung. Ich baue die Maschine jetzt mal eben ab und dann zeige ich es euch. Übrigens ist diese Maschine schon deutlich über 50 Jahre alt. War sicherlich eine der ersten Maschinen, die ich mir gekauft habe. Warum? Weil man damit Werkzeuge wieder instand setzen kann, nämlich Nachschleifen, Bohrer, Messer und vieles andere. Ja, und was hält ewig? Aber ich denke, nach 50 Jahren hat die sich nochmal neuen Kondensator verdient. Da habe ich zwar schon mal irgendwann die Lager ausgewechselt, aber das war auch alles, was da drin war. Übrigens, nach dem Motto, was hält ewig, die Röhre, die da liegt, die LED-Röhre, ist von meinen Lampen, die ich hier ungefähr seit 2 Jahren im Keller habe. Ein Video habe ich darüber auch gemacht. Da sind sogar die Röhren von einem namhaften deutschen Hersteller, wo auch immer die produziert werden. Und wie heißt es immer so schön, sollen 30.000 Stunden halten. Aber die haben weder 3000 noch 300 Stunden gehalten. Und da ist auch schon die zweite mittlerweile, die hier kaputt ist. So, hier haben wir den Kondensator. Da steht sogar noch. Habe ich den doch schon mal ausgewechselt? Da steht nämlich, den scheine ich schon mal ausgewechselt zu haben. Wenn man so genau hinguckt, 5,20 Euro. Egal. Der muss jetzt eben raus. Das Einzige, wo man hier jetzt mal aufpassen muss, da könnte noch eine Ladung drauf sein. Und einmal mit dem Schraubenzieher oder so gut schließen, aber hier ist nichts mehr drauf. Und da ich im Moment hier am Ort nicht weiß, wo ich einen herkriege, werde ich im Internet gucken. 5 Mikrofarad und ja, spannungsfest 275 Volt. Also da google ich jetzt nach Anlasskondensator und dann werde ich was finden. Also wenn sich der Motor noch anwerfen lässt und der dann rund läuft, dann ist mit
größter Wahrscheinlichkeit der Kondensator kaputt. Und da die nicht allzu teuer sind, zumindest diese kleinen 5 Mikrofarad, lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Es können auch andere Schäden sein, aber das ist für den Laien zu machen, meine ich. So, ein paar Tage später, mein Päckchen ist da. Schauen wir mal. Muss man natürlich auch achten, ob der von der Größe passt, der hier auf jeden Fall. Warum ich mich für den entschieden habe und nicht wieder diesen genommen habe, den hatte ich wahrscheinlich damals noch oder keine Ahnung warum. Jedenfalls der ist etwas spannungsfester und ja, vielleicht lag es da dran, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Jedenfalls wird es damit erst wieder laufen. Man kann natürlich auch einen nehmen mit Kabel dran, dann macht man den mit einer Lusterklemme oder mit Varo-Klemmen da dran. So, kleiner Test. So, mit etwas Glück wird er weitere 40, 50 Jahre laufen und sonst kriegt er nochmal einen verpasst. So, und für alle, die glauben, boah, da könnte man nur neu kaufen, nee, man kann es auch anschleifen. Thank you.
und sich aufmühen lassen. Wie ich schon sagte, ich will keinen dazu animieren, an Elektrogeräten rumzubasteln. Aber auch das, dieses lässt sich vom Laien machen. Wenn der Motor sich anwerfen lässt, ist in 99% der Kondensator kaputt. Und wenn der Stecker raus ist, ist auch keine Gefahr mehr. Wenn man dann sicherheitshalber noch mal einmal den Kondensator gut schließt mit dem Schraubenzieher oder so, ist da hundertprozentig nichts mehr drauf. Ja, das war sieht aus meinem Bastelkeller. Reparieren geht über wegschmeißen. Bis dahin alles Gute und gut kommen.